In Kürze feiern wir Pfingsten. Was ist Pfingsten überhaupt und warum feiern wir das? Es geht wieder um Jesus. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Ostern. Da ist Jesus von den Toten wieder auferstanden. Jesus lebt und damit ist sichtbar, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Als Jesus weg war, waren seine Jünger sehr traurig darüber. Aber jetzt sind sie froh, dass Jesus wieder bei ihnen ist und ihnen wieder Geschichten über Gott und Gottes Reich erzählt, das bald auf die Erde kommen soll. Dann ist auf der ganzen Welt Frieden und allen Menschen wird es gut gehen. Dann geschieht endlich Gottes Wille auf Erden. Jesus sagt, ich werde eines Tages wiederkommen und dann als König regieren. Aber nur Gott weiß, wann ich wiederkommen werde. Jesus ist ein ganz anderer König als die menschlichen Könige. Jesus schaut den Menschen ins Herz und möchte, dass es allen Menschen gut geht. Dann sagt Jesus noch zu seinen Jüngern, ich habe noch einen Auftrag für euch. Ihr habt so viel von mir gelernt und von Gott gehört. Aber es gibt noch viele Menschen, die das alles noch nicht wissen. Geht hinaus in die Welt und erzählt ihnen, dass ich Gottes Sohn bin. Und erzählt ihnen, dass Gott alle Menschen liebt. Alle Menschen in allen Ländern sollen es erfahren. Als Jesus das alles zu seinen Jüngern spricht, wird er plötzlich vor ihren Augen in die Luft hochgehoben. Immer höher steigt er. Dann kommt eine Wolke und Jesus ist nicht mehr sichtbar. Die Jünger wundern sich, wo ist er denn jetzt hin? Die Jünger schauen weiter nach oben, aber Jesus ist nicht mehr zu sehen. Er ist weg. Er ist zurück zu seinem Vater im Himmel gegangen, um von dort aus als König über die Erde zu regieren. Wenn wir an diesen Tag denken, dann feiern wir Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt, das sind 40 Tage nach Ostern. Jetzt ist Jesus also nicht mehr auf der Erde. Das ist ganz komisch für seine Freunde. Gerade war er noch da und jetzt kann man ihn nicht mehr sehen. 10 Tage nach Himmelfahrt, also 50 Tage nach Ostern, treffen sich die Freunde von Jesus wieder und sprechen über Jesus. Sie erinnern sich an alles, was Jesus getan und erzählt hatte, wie hilfsbereit er zu den Menschen war und was er über das Reich Gottes erzählt hatte. Sie beten auch zu Gott und danken ihm für alles, was er ihnen geschenkt hat. Vor dem Haus, in dem die Jünger zusammensitzen, und in den Straßen waren Menschen aus verschiedenen Dörfern. Sie sprechen nicht alle dieselbe Sprache, sie können sich nicht verstehen. Als sie beisammen sitzen und über Jesus sprechen, kommt plötzlich ein Brausen auf. Wie bei einem Sturm. Die Leute schauen sich um. Ein Sturm im Haus? Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Auf einmal erkennen sie im Wind Feuerflammen. Die Feuerflammen verteilen sich über ihre Köpfe. Aber nicht so, dass sie sich verbrennen können. Die Feuerflammen sind eher wie eine starke Kraft, die sie alle zusammen verbindet. Das sieht irgendwie lustig aus und die Leute hören auf zu sprechen und starren sich an. Sie sehen es mit ihren eigenen Augen. Die Flamme brennt über dem Kopf, aber es tut überhaupt nicht weh. Was ist denn da für eine Unruhe? Rufen die Leute draußen in ihren unterschiedlichen Sprachen. Sie drängen sich um das Haus und schauen durch die Fenster. Sie sehen die Flammen brennen und sehen nicht nur, sie hören auch etwas. Die Jünger sprechen von Jesus und loben Gott, und das nicht nur in ihrer Sprache, sondern in allen Sprachen. Jeder Mensch, egal in welcher Sprache er sonst spricht, kann verstehen, was die Jünger sagen. Ich stelle mir vor, dass es wie ein großes Fest ist. Als die Jünger merken, dass alle sie verstehen können,
alle Sprachen, öffnen sie die Türen und Fenster und rufen: So hat es uns Jesus versprochen. Der Heilige Geist wird kommen und uns erfüllen. Hurra, wir sind nicht alleine. Der Heilige Geist ist in uns und schenkt uns Kraft. Und genau das, was wir brauchen. Die Jünger tanzen und rufen: Gelobt sei Gott. Nicht alle jubeln. Manche Leute stehen da, sehen sich an, schauen den tanzenden Jünger an und schütteln die Köpfe und denken: Was ist denn mit denen los? Sind die wohl verrückt? Petrus, einer der Jünger, geht zu den Menschen hin und sagt: Wir sind nicht verrückt. Gerade hier passiert etwas Wunderbares. Gott hat uns gerade seinen Heiligen Geist geschickt. Der Heilige Geist ist genauso wie Jesus ein Teil von Gott. Gott hat also drei Gesichter: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die uns hier alle miteinander verbindet. Gott verbindet uns miteinander. Die Taube ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube über den Menschen und erfüllt den Menschen mit Gottes Kraft, damit die Menschen durch Gottes Kraft gute Dinge machen können. Wir können Jesus zwar nicht sehen, aber durch den Heiligen Geist können wir ihn spüren. Wir können seine Liebe wie einen schönen, warmen Wind spüren. Die Menschen finden das toll, was Petrus ihnen da von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist erzählt. Sie glauben ihm und wollen noch mehr darüber erfahren und es noch anderen Leuten davon erzählen. Sie wollen diese frohe Botschaft über Gottes Liebe allen Menschen erzählen. So fingen viele Menschen an, über Gott, Jesus und den Heiligen Geist zu erzählen. Und so entstanden viele Kirchen auf der Erde, die alle an Gott glauben. Deshalb feiern wir Pfingsten und erinnern uns an Gott, Jesus und den Heiligen Geist, die wir zwar nicht sehen können, aber die bei uns sind und die wir auch manchmal in uns spüren können.